So, also wir haben den Koch, wir haben die Dame, die ihr Buch haben will, wir haben ganz viel Zeug zum Verkaufen und zum Identifizieren. Das heißt, wir sollten da lang gehen. Tonk, tonk. Ist doch der richtige Weg, oder? Da war der Waffenhändler, nee, der Rüstungshändler. Dirk findet die Gebäude immer noch toll. Da. Kerlik. Wir hätten gern. Weg. Bei den Sachen müssen wir drauf achten. Du. Deins macht 4 bis 6. Das macht 3 bis 5. Die Schuhe sind Rüstwert 1, Rüstwert 0. Speer ist 13 bis 25. Schon mal besser als der Speer. Dein Speer ist 10 bis 22, also genau wie der. Sonst haben wir. Oh doch, das hat noch Stats. 1 und 1. Ihr habt alle einen Helm auf? Nein. Dann zieh doch bitte den Helm auf. So. Schild benutzt nur er. Und der hat schon Rüstwert 3. Bogen benutzt nur sie. Hat sie schon was Besseres? Okay. Jetzt dürften die alle weg können. Und später kann man Ringe verzaubern und ich beiß mir den Hintern, aber ich kann die ganzen Sachen nicht bis dahin aufbewahren, wenn es das Feature überhaupt gibt. Wobei Verzaubern immer schon ein recht wichtiger Punkt für mich war in Might & Magic. So, die Sachen wollten wir behalten und identifizieren. Tränke sehen soweit noch gut aus, da müssen wir keine neuen kaufen. Der da ist leider noch zu teuer. Kuriert Verwirrung, Vergiftung, Schwäche. Nee. Nee. So. Ausrüstung bestimmen. Bestimmen. Alles bestimmen. Raus. War da gerade ein Illuminatending? Achtet mal drauf, wenn eine Sache identifiziert ist. Oben die Pyramide mit dem Auge. Sie sind überall. Das wollen wir nicht. Okay, raus. Wir wollen jetzt gucken. Da, was machst du? Kriegsführung. Was bekommst du? Die heiligen Sandalen bekommt wie immer sie, weil die bei ihr am besten aussehen. Die können weg. Schutz vom magischen Schlaf. Das sollte eigentlich eher sie bekommen, ne? Weil sie die Heilerin ist. Damit sie jederzeit einsatzbereit ist. Zwei Rüstwert. Zwei Rüstwert. Viel mehr Rüstwert. Drei Rüstwert. Okay, das kann auch weg. So, wir haben Essen. Wir haben nicht volle Lebenspunkte. Die können wir uns aber beim Brunnen holen. Wobei Brunnen wieder nicht vor Schlafentzug schützt. Also gönnen wir uns nochmal eine Rast hier in der Herberge. Dienste, Rasten, Frühstück à la Kengi. Wir haben immer Frühstück à la Kengi, denn wir haben Kengi. Aber gut, sei es drum. Schön lang Buff. Den wollen wir auch ausnutzen. In der Stadt haben wir jetzt. Doch, wir haben noch was zu tun. Wir haben nämlich schwere Rüstung auf Expertenrang zu bringen. Also, schwere Rüstung bei ihm. Feuermagie ist er schon. Bei ihm sonst nichts. Bei hier auch nicht. Luft. Luft und Mystik. Also, Mystik, Luft, schwere Rüstung. Mystik, Luft, schwere Rüstung. Mystik, Luft, schwere Rüstung. Schwere Rüstung war beim Zwerg. Bei dem Rüstschmied, sinnigerweise. Das holen wir uns gleich ab. Hier. So. Da. Nein, nicht da. Wir können mal kurz gucken, was er so Tolles hat. Puh. Hier sieht schon nach einer Rüstung aus, aber teuer und minus 24 Angriffswert werden wir niemals irgendwas betreffen können. Also lassen wir das mal lieber. Also, schwere Rüstung. Experte Gerogon. Dankeschön. Was genau bringt uns jetzt der Expertenrang da drin? Da. Achso, weniger kritischer Schaden. Ja, ist okay. So, was nun? Nun verbrauchen wir gerade unseren schönen Erholboni.
Oh, und der brachte gar nicht Bonus auf Erfahrungspunkte, sondern einfach nur Bonus auf die Stats. Das heißt, damit kann man nicht rumtricksen quasi. Oder nein, tricksen ist das falsche Wort. Aber bei manchen Spielen kann man halt mit den Stats recht viel arbeiten. Zum Beispiel bei Gothic. Wenn man bei Gothic die permanenten Stärke und Geschicklichkeit und sonstige Dinger erst am Ende benutzt, hat man am Ende mehr Stärke, als wenn man sie zwischendurch benutzt. Weil halt die Trainingseinheiten teurer werden, je höher man wird. Das heißt, man trainiert erstmal, bis die Trainingseinheiten ganz viele Lernpunkte kosten und dann nimmt man erst die permanenten Sachen. Genauso könnte man das hier dann benutzen mit den Erfahrungspunkten. Wenn man etwas hat, womit man mehr Erfahrungspunkte bekommt, dann sollte man das durchgehend benutzen, damit man halt am Ende mehr hat, als man eigentlich hätte haben können. Ja, das macht Sinn. Aber ich war mir ziemlich sicher, es gab hier auch was einen Bonus auf Erfahrungspunkte gab. Ich weiß nur nicht, was das war. Gucken wir einfach mal. Jetzt gehen wir schon töten, wie sich das gehört für eine Heldentruppe. Und dann sehen wir weiter. Wir haben noch den Leuchtturm zu erledigen, der ganz schön knackig sein dürfte. Denn wir haben ja gemerkt, dass das Spiel ein bisschen angezogen hat, was den Schwierigkeitsgrad anging. Wie hier zum Beispiel. Ja, nee. Also die optionalen Sachen lasse ich wirklich erstmal optional. Ich versuche noch irgendwo was an Gegnern zu finden. Wobei wir hier schon ganz schön aufgeräumt hatten, ne? Ah, da hinten ist das Ding. Hier ist der fahrende Händler. Es gibt keine Gegner mehr für uns. Das finde ich komisch. Oh ja, wir waren halt fleißig. Na gut, dann halt zu der Diebeshöhle da hinten hin. Die hatten wir ja noch nicht ausgeräumt, sonst wäre sie nicht mehr dabei. Da. Und wenn wir da ankommen, haben wir genau keine Holboni mehr. Sehr schön. Ja, das Ding können wir noch mitnehmen. Genau. Darum. Und hier in dem Gewusel war das Ding. Da standen wir ja vor ein, zwei Folgen schon vor. Aber wollten halt nicht reingehen. Dummer Baum. Das Ding erschreckt mich jedes Mal. So ein kleines bisschen jedenfalls. Something is coming your way. Be ready. Ne, hier ist nichts direkt. Nur ein Dungeon. Die Räuberhöhle. Jo. Gucken wir mal, was sie hier für neue Überraschungen reingepatcht haben. Hier gab es auch den einen Boss, ne? Einen der drei fehlgeleiteten Jungs, oder wie die Quest hieß. Haben wir die Quest überhaupt? Quest haben wir noch nicht. Da sollten wir uns nochmal in der Stadt umgucken. Es gab dann nämlich eine Quest, wo wir drei Räuber finden mussten, die über die ganze Welt verteilt sind. Ah, Gold und Tränke und überhaupt. Geheimgänge allerdings keine. Nee. So, Tür, die abgeschlossen ist. Wo wir keinen Schlüssel haben. Also nur hier. Gegner? Gegner. Au. Hey. Nicht so, mein Junge. Wir haben vergessen, Zauberflöte zu kaufen. Genau. Du trinkst einen davon. Wir wollen keine Zauberpunkte mit dir verbraten. So. Kiste. Au. Kein Schalter. Achso, wir haben jetzt die Schlüssel gefunden bei ihm. Nee, Autoloot. Ich mag kein Autoloot. Ich will selber mit den Händen alles durchwühlen und gucken, wo Beute ist und so. Kuckuck. Schießen, schießen, rennen, Wurzel. Schießen. Muss ich echt verarscht vorkommen, der Kerl. So, hauen. Hauen. Brennen. Jupp, das. Au, au. Hey. Du. Heilung.
Du Schutz, du Feuer, du entzweist hoffentlich beide. Ne, geht nur eine Richtung, okay. Au, ja, Gift ist doof. Du brauchst unbedingt einen Slot für kleine Zaubertränke, so. Und trinkst auch gleich mal ein. Du machst Wurzeln, weil wenn ich jetzt entgifte, werden die eh wieder vergiftet und das bringt nichts. Du schießt einfach nur. Ja, Talana ist abermals vergiftet. Du bist weg. Wurzeln. Entzweien. So, gut. Schießen. Feuer. Entgiften sie. Nicht wieder vergiften, nicht wieder vergiften, nicht wieder vergiften. Sehr gut. Schön auf Dirk schießen. Und du trinkst bitte ein Gegengift. Ja, da hätte ich echt dran denken sollen. Mit den Zaubersprüchen einkaufen. Rasten. Weil es mit Talana echt nervig ist, wenn man gegen Fernkämpfer kämpft. Ja, wir kriegen dank Kengi jetzt immer die erholsame Rast, die wir normalerweise nur im Gasthof bekommen. Na gut, nicht so schön wie Erfahrungspunkte, aber trotzdem sehr praktisch. Vor allem als Prozentuales, ne? Hatte ich ja letzte Folge schon mal drüber gesprochen, wie toll Prozente sind bei sowas. Also zugunsten des Spielers. Nicht zugunsten der Programmierer, weil das Ganze recht schwierig macht mit dem Balancing. Tür? Something's coming our way. Be ready. Great. I needed to hit something. Hallo, Jungs. Beide entzwien. Entzwien, entzweit. Au. Ist kein anderer hier, okay? Feuer. Wurzel. Und. Autsch. Immer die beiden. Warum immer die beiden? Ah, warte mal. Also die Freimagierin dürfte das schwächste Mitglied unserer Party sein. Also von was es aushalten kann. Und Runenpriester und Druidin. Ich weiß nicht, wer von beiden eher melee-artig ist. Also Tirik sieht garstig aus, aber er kann auch leichte Rüstung tragen. Sie allerdings auch. Er hat mehr Lebenspunkte, aber das könnte am Zwergendasein sein. Ja, weiß ich nicht. Also dass die Gegner halt nach dem Kriterium sich die Ziele auch teilweise aussuchen. Oder versuchen eher zu treffen. Brenne, kuriere, kuriere, loote. Du kleiner Trank, du kleiner Trank, du hast gar keinen Platz mehr für kleine Tränke. So. Und dann die Giftheilung dahin, weil wir das Eisding eh nicht mehr wirklich so häufig benutzen. Weil die Wurzel einfach mehr Schaden machen. Richtig. Richtig. So, wir haben einen neuen Schlüssel. Das sind Diebe. Okay, es sind Räuber. Räuber sind Diebe, die keine Finesse haben. Die nehmen sie einfach eine Waffe und dann sagen sie Geld her. Das kann jeder. So, du. Hallo. Tack, 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 tack. Au. Du. Mach mal einen Schutz. Du verbrenn. Du nimmst einen Zaubertrank. Du schießt. Mhm. Schießen. Zaubertrank. Das ist doof. Kommst du da hinten an mit dem Eisdingens? Ja, kommst du, okay. Ja, ich hätte ihn doch nicht rausnehmen sollen aus der Liste. Jeder Zauber hat halt seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil von den Wurzeln ist anscheinend, dass es nur ein, zwei Felder weit kommt. So, Pew, Brenn, Eis, Pfeil. Das kleine Fitzelchen da. So, weg mit dir. Du, Giftheilung auf sie, ihn. Du, Giftheilung auf sie.
Was? Hey, Giftheilung. Also,